Muskeln sind schlecht für Kämpfer, das glauben mega viele. Also er meint es wahrscheinlich ironisch, so wie ich ihn kenne, aber viele Leute glauben immer noch, Muskeln machen langsam und halt anderer Blödsinn, okay? Also deshalb schauen die besten Kämpfer der Welt auch so aus. Ach nein, das ist ja Haile Gebrselassie, der beste Marathonläufer aller Zeiten. Aber der wäre, so dünn wie er ist, sicher ein ernstzunehmender Gegner für einen so Muskeltypen wie... Den hier, Alistair Overeem, 1,98, 125 Kilogramm pure Muskeln. Weil Muskeln machen ja langsam und schwach, die können sich kaum bewegen. Deshalb war der Typ auch der erste Mann in der Geschichte, der Profi-Kickbox-Weltmeister, K1-Weltmeister und MMA-Weltmeister geworden ist. Oder Francis Ngannou, auch so 120 Kilogramm pure Muskeln. Deshalb gibt es auch Gewichtsklassen, um, weißt du, so Typen wie ihn zu schützen vor so kleinen, leichten Typen, die sind einfach zu schnell, haben zu viel Ausdauer, weil der ist absolut ungefährlich mit seinen Muckis. Oder so ein Alexander Karelin, der einst, glaube ich, 94 und 130 Kilogramm pure Muskeln war. So ein Typ ist halt ungefährlich. Der einzige, wow, also ich sage jetzt einfach nichts über 800 Siege bei 2 Niederlagen jemals. Oder altbekannt, jener dünne Mann hier, der natürlich auch, also hätte der irgendwelche Muskeln mit knapp auf 1,80 und so 95 bis 100 Kilogramm bei quasi keinem Fett. Das klingt jetzt schon nicht sehr gefährlich. Also in Wahrheit ist es natürlich so, dass Kraft einer der entscheidendsten Faktoren im Kampf ist. Und mehr Muskeln bietet das Potenzial für mehr Kraft, sowie mehr Hubraum das Potenzial bietet für mehr PS. Gewichtsklassen sind im Allgemeinen dazu da, um die kleineren Kämpfer zu schützen vor der überlegenen Kraft der größeren Kämpfer. Mehr Muskelkraft ist so ein entscheidender Faktor, insbesondere auch auf hohem Niveau, wo die technischen Unterschiede nicht mehr so riesig sind. Wenn jemand dann 5 oder 10% stärker ist, das ist viel mehr als es nachklingt, dann ist es schon schwierig, den zu besiegen. Also, und wenn du gegen einen kämpfst, der ist einfach viel stärker, das ist so mühsam. Und jemand mit mehr Kraft ist auch schneller, wie ein Auto mit mehr PS ist schneller. Schaut euch mal Usain Bolt an. Was ist der 1,93, knapp 90 Kilogramm, pure Muskeln, alles Typ 2, Fast Twitch, Muskelfasern, Hände so groß wie mein Roomba-Staubsauger, ey. Der schnellste Mann der Welt, lauter Muskeln, die am weitesten werfen können, lauter Muskeln. Die besten Kämpfer der Welt sehen nicht aus wie Langstreckenläufer, die sehen aus wie Kraftsportler, als wären sie extrem stark, weil sie extrem stark sind, weil das so ein wichtiger Faktor ist im Kampf. Baut Muskeln auf, werdet stärker, werdet bessere Kämpfer.